Loose Places Teil 2. Das ist hier Hartschützen Junior, sein Handy. Ich hoffe, man kann mich hier hören, denn hier sehen wir irgendwie das große Panzerwerk. Alles zerschossen. Keine Ahnung, was das hier mal gewesen sein könnte. Wir erforschen hier gerade zu zweit das Gelände weiter und wie gesagt, es ist riesig. Wir hoffen, wir zeigen euch gleich noch mal ein bisschen mehr. Hier seht ihr den nächsten Bombentrichter, noch gefüllt mit Wasser, sind vielleicht sogar Fische drin. Und hier lang geht's zur ehemaligen Verladerampe. Hier im Wald sieht man überall noch die Gestelle, die hier rausragen. Alles vom Russen zerbombt 1947. Wie gesagt, bis zum Kriegsende war das hier alles heile, ist heil übergeben worden. Die Bomben haben nicht so viel Schaden angerichtet, weil das Gelände hier sehr weitläufig war. Hier sieht man die ehemalige Verladerampe. Auf der Straße, diese scheinbare Straße, auf der wir uns hier bewegen, das ist die ehemalige Bahnlinie, die hier durch den Wald führte. Man kann das ganz gut nachvollziehen. Teilweise waren hier die Schwellen noch zu sehen. Jetzt aber alles eben überwuchert. Hier müssen riesige Gebäude gestanden haben. So, wir versuchen jetzt mal noch für euch die alte ehemalige Schlosserei zu finden, beziehungsweise Stanzerei. Wir gucken mal, da müssten wir eigentlich noch einiges an Material finden hier im Wald. Hier liegen jetzt noch einige Teile rum, die wir hier gerade sehen. Wahrscheinlich alles Wehrmacht. Wie ihr seht, guckt da auch noch ein Rohr aus der Erde. Ich weiß nicht, ob da eine Bunkerbelüftung war oder irgendwas. Keine Ahnung. Hier drüben haben wir noch ein paar Behälter. Wahrscheinlich die Chemikalien früher drin gewesen hier für die Herstellung von den Granaten, die hier produziert wurden. So, hier haben wir das nächste gefunden. Irgendwie wahrscheinlich von irgendwelchen Wehrmachtsfahrzeugen. Hier schon von, ja, wie soll ich sagen, antiquarisch interessierten Sportfreunden wieder ans Tageslicht gefördert. Ja, ob das hier auch dazu gehört, das kann ich nicht sagen. Das sieht wahrscheinlich ein bisschen neuer aus. Aber man sieht hier ringsrum, dieser ganze Wald, überall, also Schrott, alles umgegraben. Überall guckt hier Beton aus dem Boden raus. Alles in allem sehr interessant und erforschenswert. So, wir sind jetzt hier gerade irgendwo im Nirgendwo. Das böse Wort verlaufen möchte ich jetzt mal gar nicht in den Mund nehmen. Also hier sind überall irgendwelche Sachen und wie man sieht, hier mitten im hast du nicht gesehen, irgendwelche Unterstände hier mitten im Wald. Weiß ich nicht, von irgendwelchen Sicherungsposten, was die hier natürlich gesichert haben, keine Ahnung. Weil hier ringsrum ist auch ganz schön morastig. Entweder hatten die Kameraden nasse Füße damals oder die Dinger sind im Laufe der Zeit ein bisschen abgesunken. Wir suchen weiter, vielleicht finden wir uns nach Hause. Hier sieht man noch die Kraftstoffleitung durch den Wald führen. Ummantelt mit Teerbinde ist sie hier aber leider am äußersten Ende unterbrochen, wie man hier sehen kann. Kein Wunder, dass die Panzer ohne Kraftstoff stehen geblieben sind. Naja, die Alliierten haben scheinbar doch was Wichtiges getroffen hier.